Um seine Aggression loszuwerden, reichen manchmal ein paar Handschuhe und das süße Knautschgesicht eines Grenier. Die Tekko Prime, eine gewaltige Faustwaffe mit ordentlich viel Bums und verdammt viel Schnittschaden. Ideal, um jeden Gegner mehr als nur ein Pfeilchen zu verpassen. Schneiden wir zuerst fix die Standard-Tekko an. Die Blaupause findet ihr wie die meisten Waffen im Markt für schlappe 25.000 Credits. Um sie dann zu bauen, benötigt ihr den üblichen Ressourcenkrempel und ein paar fertig gebautes Paar an Kyros. Möchtet ihr die Fäuste dann auf den Schlachtfeldern schwingen, braucht ihr Meisterschafts-Rang 6. Wer sich das doofe Gebaue aber sparen möchte, der wird mit 125 Platin zur Kasse gebeten. Wenn ihr später aber die Primes überstülpt, werden die Standard-Tekko wohl nur noch das Inventar ziehen. Hier rate ich euch also vom Platinkauf ab, gönnt euch dafür lieber direkt die Primes. Seid ihr allerdings knapp bei Kasse und habt absolut kein Platin für die Primes, der darf sich dann mit den passenden Relikten in die Voidrisse stürzen. Zu faul, um zu schauen, welche Relikte gebraucht werden? Natürlich blende ich euch gerade die benötigten Relikte im Hintergrund ein. Ihr habt die Relikte nicht? Dann schaut doch mal oben in die Infokarte, denn dort findet ihr mein Relikte-Farmguide. Die Prime-Variante der Tekko dient ihr bei den verbesserten Stats wie mehr Schnittschaden, mehr Crit und erhöhte Angriffsgeschwindigkeit bietet, boostet hier die Statuschance von 10 auf 26%. Wieso das wichtig ist, sehen wir nachher noch im Bild. Faustwaffen sind für die Spieler am interessantesten, die es in Warframe eher nah und persönlich mögen. Wer hier auf eine hohe Reichweite hofft, sollte sich lieber anderweitig bei den Nahkampfwaffen umschauen. Dennoch finde ich die Tekko Prime unheimlich stark. Und an bulligen Frames wie meinem Schätzelein Hyldrin ein echter Leckerbissen fürs Auge. Von ihren 180 Grundschaden teilt die Tekko mal locker flockig Kellen mit ca. 115 Schnittschaden aus. Aber das ist in meinem Bild nicht das, was die Waffe so verdammt stark macht. Klar habe ich hier natürlich bei der Menge an Schnittschaden auch wieder Virus im Bild. Aber die dicken, fetten Red Crits sind der Grund, wieso ich mich in diese Waffe verliebt habe. Und ja, okay, weil es halt auch total geil ist, die Gegner mit den Fäusten in Grund und Boden zu prügeln. Schauen wir uns jetzt aber den Bild an. Im Haltungsslot habt ihr wie sonst auch die Qual der Wahl. Ich bin mit seismischer Hand echt zufrieden. Hier haben wir neben der Slam-Attacke schöne, schnelle Hits. Aber das ist euch überlassen, welche Haltung euch besser gefällt. Da die Waffe mal so wirklich absolut gar keine Reichweite besitzt, verbauen wir trotzdem Primed Reichweite, um bei den ganzen Schwüngen und Drehbewegungen nicht nur einen Gegner mit unseren Bud Spencer-Schellen zu treffen. Ansteckende Plage sowie bösartiger Frost für die erhöhte Statuschance und mein Lieblingsstatus Virus. Der in Kombination mit dem Schnittschaden auch hier wieder zeigt, weshalb er so stark ist. Für mehr Wumms hinter unseren Schlägen verbaut Ausweider und Gladiator Macht. So kommen wir nun auf einen Crit-Multiplikator von mal 6. Da die Fäuste später hinaus durchgehend critten, solltet ihr hier definitiv auf nichts anderes setzen. Und apropos Crit, reinknallen tun sie ja schon ordentlich. Mit Blutrausch kümmern wir uns mit entsprechendem Kombozähler noch um die erhöhte Crit-Chance. Bei einem Zähler von 6 bis 7 drescht ihr bereits mit orangen Crits auf die Gegner ein. Bei 11 bis 12 habt ihr ein endgeiles Red- und Orange-Crit-Feuerwerk. Da wir in diesem Bild auf fast 60% Status kommen, darf Zustandsüberladung für mich eindeutig nicht fehlen. Besitzt ihr den Mod aktuell noch nicht, verbaut Druckpunkt, bis der Lootgott euch endlich gnädig ist. Wer mit Crits nur so um sich wirft, der wird an Berserker nicht vorbeikommen. 75% mehr Angriffsgeschwindigkeit sind um einiges mehr an Schaden. Aktuell besitzt die Tekko eine echt geile Riven-Disposition. Das heißt für uns, wir können hier richtig dicke Monster-Riven züchten. Echt ein heißer Scheiß. Ich mag den Stil der Faustwaffen wirklich. Vor der Tekko Prime hatte ich diesen Waffentyp eher weniger auf dem Schirm. Mit ihrem Release dachte ich mir, na komm, ich gebe den Schaufeln doch mal eine Chance. Und holla die Waldfee, Punkt, Satz und Sieg. Schon in den ersten Spielminuten haben die Dinger mich überzeugt. Was haltet ihr denn von den Tekkos? Genau euer Ding oder doch eher Mastery-Futter? Lasst mir hierzu doch gerne einen Kommentar da. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche gute Drops und bis zum nächsten Mal.